Wow. Also ich muss die 6, die 17, die 33, die 48, die 41 und die 7 ankreuzen. Und dann gewinne ich im Lotto. Und da sagt einer, Kaffeesatz lesen bringt nichts. Geil, also ich muss los, war. Ciao. Guten Morgen, liebe Freunde des guten Geschmacks. Wie geht es euch heute? Habt ihr schon geschlürft? Habt ihr euch schon geschmeckt und gerochen? Oder müsst ihr noch? Oder ist euch gerade euer To-Go-Becher runtergefallen? Also ich hoffe nicht. Ne? Und ich hoffe, es ist ein Mehrwegbecher gewesen. Ja, Lotto gewinnen, das wäre schön, oder? Also mal so richtig schön hier aus dem Kaffeesatz die nächsten Zahlen lesen. Ja, das sind alles so eine Kleinigkeiten, ne? Also so Kaffeesatz. Was macht man eigentlich mit Kaffeesatz? Was ist da los? Wir reden immer so um so viel Müll vermeiden und so. Und dann schmeißen wir jeden Tag Kaffeesätze weg. Einfach so. Wir nehmen diesen Filter, zack, bam, ab in die Mülltonne. Jedes Mal. Und eigentlich müsste man sich zu Tode ärgern, denn Kaffeesatz ist ein wirklich wichtiger biopolymerer Werkstoff, den man jeden Tag aufheben könnte, den man für so viele Dinge nutzen könnte. Ich zähle euch einfach mal ein paar auf. Also zum einen könnt ihr ihn benutzen. Ich habe sogar einen Kaffeesatz hier von meinem letzten Kaffee. Ja, hier. Also ihr könnt ihn zum Beispiel benutzen. Ihr nehmt ihn so auf 2 Finger und dann macht ihr den. Also wisst ihr so, also hier so vor ins Gesicht und dann ist das so schön, so das so richtig schöne glatte Haut. Ja, also theoretisch ist das auch ein gutes Peeling. Ja, fangen wir mal sowas an. Wir sind hier nicht auf dem Coffee Beauty Channel, sondern ich sag euch einfach kurz mal, was man hiermit machen kann. Also zum Beispiel könnte ich jetzt auch ein bisschen hiervon nehmen und hier so schön auf meine Pflanze machen. Ja, dann ist das hier auch schön gedüngt, das hier so ein bisschen rein und dann wird die Erde dadurch natürlich besser. Ihr könnt das Zeug in den Kühlschrank stellen und dann nimmt das ganze Zeug auch die Gerüche, diese ekligen Gerüche auf. Also wenn ihr mal einen Harzer Käse reinstellt, packt ein bisschen Kaffeesatz in den Kühlschrank oder am besten eine Tonne, dann ist der Kühlschrankgeruch auch wieder fit. Ihr könnt ihn als Grillreiniger benutzen, ihr könnt ihn als Kompostzusatz benutzen, damit das alles schneller reagiert. Wie gesagt, ihr könnt das für verschiedene Hautbehandlungen benutzen oder aber ihr benutzt es, um Kaffeebecher herzustellen. Leute, als ich letztes Jahr auf dem Coffee Festival war, habe ich diesen Cup hier bekommen als Eintrittsgimmick sozusagen. Und erst dachte ich so, okay, ja cool, ist ja witzig. Und dann dachte ich so, hä, was meinen die eigentlich hier mit diesem Slogan? Ja, hier steht drauf, My Cup is better than yours. Und dachte ich so, hä, was meinen die denn damit? Und dort war ein Stand von Kaffeeform. Ja, so nennt sich diese Firma, die diese Kaffeebecher herstellt. Das heißt, das hier ist gepresster Kaffeesatz. Gibt es in 200 Millimeter, in 200 Millimeter großen Tassen. Das wäre lustig. In 200 Milliliter Tassen und 40 Milliliter Tassen. Die sind spülmaschinenfest, sie sind bruchfest, sie sind sehr beständig, sie halten viel, 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 viel aus. Sie sind leicht, ja, also selbst die normalen Tassen, die normalen Kaffeetassen sind auch super leicht. Und wie gesagt, To-Go-Becher-Variante natürlich immer am besten. Kaffeeform ist 2015 entstanden mit der Idee, Kaffeesatz von überall aus diesen Cafés, die es ja doch ein bisschen mehr jetzt gibt, zu sammeln und dann wieder zu verwerten. Kaffeesatz ist einer der größten Werkstoffe, die jeden Tag einfach nur so auf den Müll landen. Aber dabei kann man sie halt vielseitig verwenden. Kaffeeform ist sogar letztes Jahr mit dem Red Dot Award ausgezeichnet worden, bezogen auf die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Mann, was ist heute schon wieder los? Nachhaltigkeit, natürlich auch vom Design her und von der gesamten Idee dahinter. Und jetzt sind wir doch mal wieder auf diesen Punkt, warum wir
eigentlich nie so richtig nachdenken, was wir tagtäglich tun. Also angefangen von einem Mehrwegbecher, den wir jeden Tag einstecken könnten, bis hin zur Nutzung von Rohstoffen, die uns jeden Tag begegnen. Wir sind manchmal einfach auch zu faul, bin ich der Meinung, um wirklich die ganzen Sachen zu nutzen, die uns tagtäglich so auf den Tisch landen. Und das ist ja eigentlich so. Also wenn ich überlege, ich trinke in der Woche bestimmt um die 30 bis 40 Tassen Kaffee. Ja, ich glaube, das kommt so hin. Pro Tag 3 mal 7. Naja, gut, okay, 40 ist ein bisschen viel. Aber sagen wir mal 25 bis 30 auf jeden Fall. Und was da an Kaffeesatz zusammenkommt, ist unfassbar. Und theoretisch, wenn ich das alles sammeln könnte, könnte ich sogar, ja, wenn ich einen Komposthaufen hätte, den auch dafür benutzen oder eben für Reinigungsgeschichten. Ja, und das funktioniert auch wirklich. Also das ist nicht nur so dahergesagt, so ein bescheuerter DIY-Kram, sondern es funktioniert auch wirklich. Und ich finde, das ist genau die richtige Lösung. Ja, die Cafés sollten auch mehr und mehr darauf setzen. Die Produktion ist übrigens sehr, sehr umweltfreundlich. Das heißt nicht nur umweltfreundlich, sondern umweltschonend, weil eben auch zur Bindung dieser Kaffeesätze natürlich auch biopolymere Stoffe verwendet werden, die dann im Nachhinein auch biologisch abbaubar sind. Und da sind wir wieder bei diesen ganzen Dingen. Hier kommt dann nicht noch irgendwie ein Aluminium drumherum oder was auch immer, sondern das Ding ist 100% recycelbar, und zwar ehrlich. Bin ich ein Fan von, finde ich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich trinke auch ganz gerne aus dieser Tasse oder aus diesem Becher. Das Einzige wäre noch so ein Verschluss hier, weil wenn ich jetzt mal den so einstecken, naja, also kippt alles aus. Aber will gar nicht meckern, super Ding. Freunde, das war's auch schon. Mehr wollte ich euch gar nicht erzählen zu dem Thema. Ich muss jetzt nochmal hier mein Peeling machen gehen, weil ich habe immer hier so raue Haut. Wisst ihr? Hier so, das ist nicht so schön. Hier und auch die Nase ist immer so trocken. Also ich gehe da mal los und den Rest benutze ich, um schon mal den Grill zu reinigen. Ist ja bald wieder Grillzeit. Im März oder so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Oder besser, guckt auf den Social Media Kanälen von mir gerne vorbei, lasst was da. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Wunder. Beim nächsten Wunder? Wollte ich eben beim nächsten Wunder sagen? Ich bin durch. Ciao, Leute.